Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Es gab heute wieder einen neuen Patch für die Pico Neo 3 Link und mit der sollen die größten Schnitzer, sag ich mal, für den Displayport-Modus beseitigt werden. Vor allen Dingen gab es ein Problem bei der Übersetzung der Bildschirmauflösung, also von dem Headset zu SteamVR. Das war wohl irgendwie verdreht. Dadurch hat das Bild ein bisschen unnormal gewirkt. Das soll jetzt gefixt sein. Die Auflösung wurde erhöht. Also jetzt habt ihr, was steht denn hier bei Steam? Eine native Auflösung, also um das, ne, um das native Bild des Bildschirms zu erreichen, muss eben die Wölbung des Displays ausgeglichen werden. Das ist dann von den ungefähr 2K pro Auge, ein bisschen weniger, habt ihr dann eine Auflösung von 2748x2880, das ist ungefähr 150%. Also dürfte es jetzt, also viele Leute haben es schon für sich auf 200 gestellt, das müsst ihr jetzt natürlich runterstellen. Aber ich habe jetzt Half-Life Alyx hier in 90 FPS bei 100% auf hohen Einstellungen. Bei mir läuft es gut, muss ich sagen. Also, ich habe meinen Guardian ausgestellt. Das war wohl auch ein Problem, weswegen es bei mir Frame-Einbrüche gibt. Das ist aber wohl ein grundsätzliches Steam-VR-Problem. Und ja, zu meinem Bildeindruck. Es sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus. Also es ist, wenn ich meinen Kopf bewege, wabbelt nichts mehr herum. Das war ja extrem vorher. Es gibt keine starke Wölbung mehr, wenn ich meinen Kopf nach links und rechts bewege. Also Half-Life Alyx wird meine Kopfbewegung wahrscheinlich ein bisschen filtern, also seht ihr wahrscheinlich nicht genau, was ich gerade mache. Aber ja, und die Clarity ist wirklich phänomenal. Also ich habe jetzt meine Brille nicht auf, aber ich sehe hier schon ganz viele Details. Also das ist wirklich schön. Sah vorher auch schon gut aus, aber eben jetzt viel ruhigeres Bild. Das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn ich meinen Kopf nicke, beziehungsweise wenn ich meine Körperposition verändere. Also wie gesagt, ihr seht es nicht so stark, weil Half-Life Alyx das rausfiltert. Aber wenn ich meinen Kopf so ein bisschen wippe, nicke, wisst ihr, was ich meine? Dann bewegt sich die Welt ein wenig mit. Also ich glaube nicht, dass es noch an den Linsen liegt. Ich weiß nicht, ob da das vielleicht jetzt auch nur an dem Spiel hier liegt. Dass das Tracking quasi von der Brille, also wie ich meine, also ob ich mich jetzt ducke oder nicht, ob das jetzt irgendwie hier übersetzt wird, kann ich nicht genau sagen, müsste ich noch mehr Spiele testen. Aber das fällt auch nur auf, wenn man stark drauf achtet. Ansonsten, alles sehr smooth bei 150%, also bei der hohen Auflösung. Und ich habe, wie oft erwähnt, eine 5700 XT, also jetzt kein High-End. Gerät. So, wir haben hier unsere Pistole. Also ich bleibe jetzt hier bei der Gunman-Mod, um euch das Ganze zu präsentieren. Nämlich, wir gehen hier mal hin. Chapter, hier steht das gar nicht. Auf jeden Fall Chapter 2 der Gunman-Mod. Bei meinen Testvideos für die Displayport-Connection habe ich das erste Chapter gespielt. Und das ist jetzt eben die zweite Mission. Testen mal ein bisschen. Oh, na, komm. Gut, nochmal. Nun. Gut. Habe ich was vergessen? Also Distortions oder so sehe ich jetzt gar keine mehr, wenn ich ehrlich bin. Ah ja, diese schwarzen Balken sind jetzt auch endgültig gefixt. Also es gab ja so eine Art Zwischenpatch, den uns der Discord-Server von der Pico Neo 3 Link Beta-Community gegeben hat. Der hat diese schwarzen Balken, die vorher da waren, einfach gestretched und dadurch wirkte das Bild eben nicht mehr ganz so sauber. Das ist jetzt auch weg. Ob es Audioprobleme gibt, weiß ich nicht. Es gab Leute, die hatten Probleme mit einem Crackling. Ich mache jetzt Anführungszeichen, kann ich gar nicht, ne? Crackling Sound.
Ist mir gerade im Menü aufgefallen, wenn es wirklich zu laut ist. Ich habe das jetzt auch nicht zu laut. Ich benutze keine Kopfhörer, einfach um zu gucken, ob die Lautsprecher gut funktionieren. Ich würde sowieso normalerweise Kopfhörer benutzen, weil die echt nicht so toll sind. Aber die sollten natürlich auch nicht übersteuern. Mikrofon von der Pico weiterhin. Und ich habe einen Noise Canceller. Nicht Noise Canceller, wie sagt man? Geräuschunterdrückung habe ich drin. Einfach weil, ja, teilweise der Lüfter von dem Headset angeht. Gerade jetzt bei den warmen Temperaturen. Und dann hört sich das einfach nicht so gut an. Beziehungsweise das Mikrofon könnte das erfassen. So, in Chapter 2 haben wir eine neue Aufgabe. Wir müssen jetzt einen gewissen Exodus ausschalten. Also wir haben ja vorher diese Frau gerettet, die Tochter von Mr. Watts, die Emily. Das hat super geklappt. Und jetzt müssen wir wohl den Drahtzieher suchen und eliminieren. Mal kurz gesagt, oh, ich kann hier Sachen nehmen. Was ist das denn? Eine Keycard. Kann ich die mitnehmen? Okay. Hier habe ich eben was genommen. Was steht hier? Okay, das ist so eine Karte, mit der ich als Gast gelte. Gut, dass ich das mitgenommen habe. Ich kann es vergessen. Damit kann ich auch die Fahrzeuge benutzen, um zur Etage 25 zu kommen. Die ist auch so irgend so eine Künstlergalerie. Also wirklich, wenn man sich das hier anschaut, ich kann das super lesen. Wirklich, hier auch so von weitem. Super gemacht. Ich hatte ja mein Headset weggeschickt, weil ich ja ein unsauberes Bild hatte im Allgemeinen. Die Linse waren irgendwie ein bisschen blass. Und ja, jetzt habe ich mein drittes Ersatzgerät, also mein zweites Ersatzgerät, mein drittes Gerät insgesamt. Und ich habe einen toten Pixel. Ungefähr oben links auf der linken Seite des Displays, also mit dem linken Auge sehe ich das. Ja, ich teste jetzt, ob mich das stört. Ja, hier im schwarzen Bild sehe ich das, wenn ich nach oben gucke. Und das Problem ist natürlich, die Linsen haben halt echt eine super Edge-to-Edge-Clarity. Und dadurch kann man nämlich auch mit den Augen sich ein bisschen um das Display rumbewegen. Und na, sieht dann halt im Außenbereich dann einen toten Pixel. Ganz leicht rot, aber hier gerade in so Menüs. Oder ich habe es bei Saints and Sinners. Ist natürlich ein sehr dunkles Spiel. Man läuft da durch dunkle Gassen und so. Und da sehe ich das schon. Hier jetzt im hellen Bereich. Selbst wenn ich ganz stark drauf achte, sehe ich den eigentlich nicht. Ich muss es einfach mal testen, ob mich das stört. Ansonsten muss ich das Ding nochmal tauschen. Was mir echt missfällt, ey. Ich mein Leben, Kills und wie viele Schüsse. Genau, Musik lasse ich mal für eure Unterhaltung an. So, Chapter 2. Sieht schon cool aus. Keine Waffe. Keep the pistol hidden. Okay. I'm sorry, sir, but the building is closed off for a private event. Okay. Privat-Dingsbums. Aber ich habe doch hier. Ah, my apologies, sir. I didn't realize you were a guest. Go right on through. Vielen Dank. Okay, ich komme weiter. Private event tonight. The elevator is straight ahead, and your access card will bring you right up. Okay, meine Waffe haben sie anscheinend nicht erkannt. Ich könnte wahrscheinlich jetzt auch voll Bulletstorm-mäßig hier durchlaufen. Cool. Cool. Das ist echt mehr Mods für Half-Life Alyx. Das ist einfach Wahnsinn. So, Leute. Hallo.
Evac VIP. Hey, es geht los. Okay, Instant-Stop. Okay, ich habe jetzt ein paar Frame-Einbrüche jetzt, wo die Action losgeht. Vielleicht muss ich das doch auf meinem Rechner ein bisschen runterdrehen. Jetzt hier, wo es ruhig war, aber alles easy. Ja, es sind, wie gesagt, 150%. Ich habe vorher auf 100% gespielt und es sah gut aus. Es sah gut aus. Finde ich. Aber jetzt ist es quasi nativ. Viel mehr macht auch keinen Sinn. Aber ich guck mal, was man bei Alex einstellen kann. Vielleicht mache ich eher auf Mittel, weil ich würde gerne schon die native Auflösung jetzt weiter behalten. So. Ich sehe eigentlich keinen Unterschied jetzt. Mittel. I'm sorry, sir, but the building is closed off for a private. Ah, my apologies, sir. Jetzt habe ich meine Uhr vergessen. Go right on through. Ja, ich sag's immer wieder. Half-Alex braucht einen Laufmodus, ganz ehrlich. Es fehlt mir immer wieder. Merke ich immer wieder. Ja, ich, nicke hin und wieder mit meinem Kopf, einfach um festzustellen, wie sich das Bild bewegt. Ich muss immer noch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es auf der Quest 2 oder bei der G2 sich ein bisschen weniger bewegt hat. Also es wirkte realistischer, das Bild. Hier ist es immer noch so ein bisschen, ja, nicht hundertprozentig richtig alles. Auch die Controller. Aber daran wurde jetzt auch noch nicht gearbeitet. Entsprechend nicht dem, was sie an tatsächlicher Größe haben. Also in SteamVR auch, wenn du die siehst im SteamVR-Menü, die passen noch nicht 100%. Und ja, die Welt wirkt jetzt aber erstmal schon mal gut von der Größe her. Die Charaktere wirken nicht offset. Auch die Hände haben die richtige Größe. Das waren ja alles anfängliche Probleme. DisplayPort-Connections sind jetzt auch weg, also merke ich nichts von. Sound scheint bis jetzt in Ordnung zu sein, also ist wie gesagt kein guter Sound, aber... Ja, doch, es fängt jetzt zu rücken, aber extrem. Down Aaron Vask. Aber nur wenn geballert wird, ne? Ja, man sieht, welche Sachen. Ne, einfach mal interessant, wie so ein Mod funktioniert. Das hier ist ein Half-Life Alex Sachen. Und diese Gläser hier, ja, hatten einfach ein 3D-Modell. Da kannst du nichts bewegen, gar nichts. Aber trotzdem cool. Okay, das ruckelt auch. Ha, man sieht's. Ah, ihr seht das gar nicht mehr. Ich hab hier, wenn ich jemand so meine Hand vorhalte, gucke ich in FPS VR. So, jetzt geht's aber wieder. Ja, die Auflösung muss man natürlich gucken, je nachdem, welches Spiel man spielt. Half-Alex ist zwar immer sehr gnädig, aber trotzdem ist es natürlich ein gut aussehendes Spiel und braucht ein wenig Rechenleistung. Und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich kann es ja mal kurz ausprobieren. Mir mal kurz eine Schnaufpause. Ich will die Auflösung jetzt mal kurz auf 80% stellen.
So, 80%. Mal gucken, ob das hier so ein bisschen stabiler läuft. Sieht immer noch gut aus, wie gesagt. Ich sehe da jetzt keinen Riesenunterschied. Zumindest jetzt, wo ich meine Brille nicht auf habe, sieht es immer noch crystal clear aus. Ein Medikit. Das hat wieder ein bisschen geruckelt. Ja, ich bin einfach genervt von meiner Grafikkarte. Also die macht auch einfach so Zicken. Ich glaube, Schwierigkeitsgrad ist auf Mittel. Also ich hab echt... Ich glaube, wie gesagt, es liegt nicht... Nicht an meiner... Ja, am Spiel oder am Headset. Ich habe einfach extreme Grafik. Das hat mich voll erwischt. Aber gut, ich lasse natürlich auch ein OBS nebenbei laufen, ne? Das muss man auch immer... mit Bedenken. So, wir kommen gut durch. Ja, ich hoffe, euch interessiert auch das Spiel, nicht nur mein Gelaber. Also wahrscheinlich mehr als mein Gelaber, aber... ein bisschen mit euch zu quatschen über meine Eindrücke. Meine Eindrücke über die neueste Kuko-Version. Ist halt auch nur die Version für die Link-App. Und ich teste auch eben nur den Display-Pop-Modus. Und... ja, jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ob ich das Headset jetzt so weit empfehlen kann. Ich will auf jeden Fall nochmal ein Review machen. Aber ihr seht ja, ich spiele. Ich habe jetzt keine Ermüdung in meinen Augen. Keine Kopfschmerzen. Also das Bild ist echt schön. Und wenn ihr Bock auf PC VR habt, für 450 Euro, dann... seid ihr hier richtig mit der Brille? Also wirklich. Und wie schon gesagt, die Edge-to-Edge Clarity ist so weit, dass ich halt diesen kleinen Pixel da sehen kann. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also zum Beispiel hier. Wenn ich. Ja, es ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, es natürlich verschwimmt es an den Rändern. Aber nicht so stark wie bei anderen Headsets. Bei der G2 war das viel, viel, viel stärker. Ich will dich kommen sehen. Und genau, empfehle ich das? Ja, ey, holt euch das Headset. Also ich merke, dass das Pico-Team stark daran arbeitet, das Headset besser zu machen. Also die sind wirklich, wirklich dabei. Euch muss immer noch klar sein, es ist ein Beta-Status. Auch wenn das nicht immer 100%ig kommuniziert ist. Und ja, je nachdem, welche Ansprüche ihr habt. Für DisplayPort auf jeden Fall. Standalone-Modus habe ich jetzt wenig gespielt, funktioniert. Aber die Spielauswahl ist natürlich nicht so stark. Aber gut, das werde ich alles dann in einem richtigen Review mal bei Zeiten präsentieren. Aber dieser Patch jetzt hat die schlimmsten Probleme jetzt behoben für den Display-Port-Modus. Ne? Ich bin zwar immer noch nicht ganz zufrieden über die Kommunikation,
im Beta-Discord-Server. Ich bin da jetzt Moderator. Ich wurde einfach gefragt, so, hey, willst du moderieren? Ich dachte, ja, cool. Mach ich doch gern. Wenn ich dazu beitragen kann, dass das Headset besser wird, was ich mir gekauft habe, mache ich das doch gern. Aber irgendwie habe ich da ein bisschen Struktur reingebracht. Mit zwei weiteren Moderatoren, also drei Stück. Und das restliche Pico-Team ist ein bisschen still. Und die arbeiten natürlich bestimmt ganz fleißig an allem. Aber die Community selbst hat, glaube ich, ganz andere Erwartungen, was diesen Discord-Server angeht. Aber gut, da bin ich dran. Und da könnt ihr auf mich bauen, dass ich mich für die Rechte, was heißt Rechte, aber für die Community einsetze, dass wir da ein vernünftiges, funktionierendes Headset bekommen. Ich rede hier nichts schön, trotz Moderator-Status. Ich will ein verdammt gutes Headset haben und wenn da was nicht passt, dann sage ich das auch. Der Kühlschrank geht nicht auf. Alles leer. Was ist denn das für eine Veranstaltung? Wo sind die Snacks? Da war nur Alkohol. Tür. Diese Türen sind aber auch mies. Da kann immer jemand. Don't move. Hand down, okay. Man muss echt auf den Ton achten, ne? Gucken, dass niemand von hinten kommt. Sehen. Mein Staubsaugerroboter kommt gleich hier in das Zimmer. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich muss gleich vielleicht mal den ausmachen, wenn er jetzt hier reinkommt. War ich hier jetzt drin? Ne, Tür ist zu, ne? Ich hoffe, ihr hört den nicht. So, bevor ich die Tür öffne. So, mein Roboter kurz Arzt gemacht. Ja, genau, es gab noch Probleme mit der DisplayPort-Connection. Nicht DisplayPort, das erzähle ich. Davon haben wir doch schon gesprochen. Mit den IPD-Einstellungen. Also auf Mittel hat das für mich so einigermaßen funktioniert. Aber manche beschrieben, dass es sich gar nicht so stark geändert hat. Also zumindest die Settings, also die Linsen werden natürlich physisch nach außen und nach innen geschoben, aber irgendwie hat sich das nicht für alle so verändert wie erwünscht. Aber das soll jetzt auch gefixt sein. Also für alle was dabei in dem Patch. Das war ein astreiner Auerbach-Salto. Die kommen doch bestimmt auch von hinten. Enemy! Wow. Gemein. Kann ich ja nicht sehen, wie viel Munition ich ihn abnehme. Hallo. Okay. Ist jetzt so ein Hubschrauber gelaufen. Ja,
mal irgendwie erwähnen, wie cool diese Map ist. Also. Okay, ich will irgendwie ein Medikit. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Haha! Nicht mal voll, shit. Okay. Ja, und was den Komfort angeht, habe ich, mit dem Third-Party-Hersteller für Balancing Kits, Studiophone Creative heißt der Laden. Ich glaube, der kommt aus Neuseeland, also ist jetzt natürlich Auslandware, aber der macht so Balancing Kits, habe ich auch schon für meine G2 genutzt. Und mit ihm zusammen habe ich ihm, ich habe ihm Feedback gegeben, wie er die Pico besser machen kann. Also man kann natürlich nicht jedes Strap und Balancing Kit gleichermaßen verwenden. Hier gibt es zum Beispiel hinten nichts, wo man irgendwie ein Gewicht dran machen kann. Aber da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Bleibt gespannt, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das sehen wollt. Ich werde dazu auf jeden Fall ein Review machen. Und ja, so könnt ihr mich auch unterstützen. Ich kriege ein bisschen was vom Kuchen ab. Kleinigkeit, aber hey. Ich habe dem Entwickler da geholfen, dass er das Produkt an die Pico anpassen kann. Er hat es jetzt natürlich nicht. Gerade so kleine Hersteller haben häufig nicht alle Geräte zur Hand. Und bis wir dann mal was von VR-Cover oder Kiwi-Design zu offiziellen Faceplates sehen, könnte es noch ein bisschen dauern. Wenn überhaupt die Abnehmerschaft ist noch nicht so groß. Alles zu gläsern hier. Okay, ich kann hier bestimmt nur weiter mit einer anderen Floor Card. Die muss ich erst noch holen. Was tanzt der da so? Ich würde hier gerne drüber springen, ne? Wenn ich jetzt physisch da durchgehen? Nein. Da war doch was. Es ruckelt nervt ein bisschen. Aber ja. Ich bin ja auch echt so ein bisschen eine Diva, was das angeht. Ich möchte, dass die Spiele gut aussehen und flüssig laufen. Ich komme nicht klar mit, 60 FPS, gar kein Problem. Nee, okay. Ich will, dass das scheiß gut aussieht. Das läuft doch gut, oder? Gib mir doch Feedback über meine Hunting Skills hier in die Kommentare. Das hat mich fast ins Grab gebracht. Hey. Okay, was soll ich hier oben? Kommt gleich ein Hubschrauber. Oder ist hier irgendwo Heilung? Nee, die sind von hier oben gekommen. Boah, ich brauch
dringend Heilung, ey. Uiuiuiui. Leute, lasst mich doch mal kurz. Das ist eine Granate. Oh, shit. Okay. Keine Ahnung. Alex, Gravity Gloves. Puh. Nicht rumalbern, das ist ganz ernst hier. Ich habe mich ein bisschen verlaufen, muss ich zugeben. Zu 55. Okay, hier war ich schon mal. Ich sehe hier Einschusslöcher. Ah ja. Bin ich doch jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Gut, aber geklärt. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfacher war, als hier durchzugehen, aber dafür habe ich wahrscheinlich den Kram oben ausgeschaltet. Gut, die Musik nervt jetzt ein bisschen. Irgendwas in den Waschbecken. Was zum Heilen. Okay, jetzt wird's wieder ernst. Okay, ich glaube, da hinten geht's weiter. Oh nein, oh Void Gunfire. Oh shit, ein Helikopter! Okay, es geht erst los, wenn ich hier hingehe. Ich geh mal rum. Guck erst mal, was da ist. Scheiße. Ich dachte, der wartet jetzt erstmal. Nee, hier ist Ende. Ja, ich würde gern rennen. Half-Life, Mann, gib mir die Möglichkeit zu rennen. Einer von hinten, bitte. Scheiße. Ich erwischt. Oh. Oh. Vor mir? Hinter mir? Oh, Scheiße. Ah, Scheiße. Lass mich vorbei. Ah.
Okay. Mach mal auf hier. So, go to Vask. Ah. Shit, jetzt aber nicht sterben. Kurz vor Ende. Okay. Du Drecksack. Versteht er, ne? So eine arrogante Bitch. Ich hau dir gleich eine Granate in. Bam. Das ist doch diese Kammer von Jeff, oder? Ist jetzt ein Rätsel? Spare the ammo. This thing is bulletproof. So, by the sound of things, I gather my lift-out has been cancelled. Don't worry. Backup will be here shortly. All I need to do is wait. Sit. Relax. Thinking about how to find out who you are, who you're working for, and how to kill each and everyone you care about. Slow. I want you to picture that before you part. We're done here. Okay, er haut ab. Jetzt kommt gleich Verstärkung. Dann gehe ich mal in Deckung. Oh. Prepare Crawler. Was ist das denn? Was ist das? Ah, okay. Reicht das oder was? Ah, noch, okay. Ich gehe in Deckung und dann explodiert das Ding, ja? Ich glaube, er ist tot. Notebook und ID-Card. Okay. So, ich muss abhauen. Keine Saves, ne? Also wenn ich hier tot bin, ist Game Over. Okay. Tür zumindest unsicher. Okay, drücken wir mal lieber zurück. Da war ja noch ein Ort, ne? Ich bin immerhin voll aufgeladen. Was ist denn hier oben gewesen? Okay, break. Swapped hin? Da war ich jetzt schon.
Bitte habe ich ein paar ausgeschaltet, nicht, dass sie mir folgen. Es wird langsam warm. Muss ich ja nicht hin, hoch oder hier aufs Dach? Ah ja, okay. Aufs Dach will ich ja gar nicht. Und doch, warte, ich habe da eine ID-Card. Ja. Da war doch was. Ich wollte durch den Fahrstuhl. Aber wo war das nochmal? Irgendwo da hinten, oder? Oh Mann. Ach, ich habe mich verdammt nochmal verlaufen. Hier war die Küche. Da konnte man drum rumgehen. Hier gewesen. Aber da rein. Nein. Oh, ich weiß es nicht mehr. War das ein tiefer? Was? Habt ihr das gesehen? Eieiei. Das hat mir echt so ein bisschen Angst gemacht gerade. Aber hier sind ja nicht umsonst Gegner, oder? Das wird doch irgendwie so eine Richtigkeit haben. Hier ist auch eine ID-Card, aber hier wollte ich gar nicht hin. Naja, egal. Okay. Nicht unendlich viel Munition, ey, das wird es nicht schwerer machen. Musik ist aus. Okay. Hallo? Ist hier noch irgendwer? Na, gib doch her jetzt. Was steht denn hier? Gekritze. So, ist das jetzt Ende oder kommt da noch was? Yay! Ich hab's geschafft! Cool! Contract closed. 100? Wieso steht bei mir 100? Okay. Ja, A and B Seth. Cool. Coole Mod, muss ich sagen. Das ist jetzt, glaube ich, das letzte Chapter, was es zurzeit gibt. Mal gucken, ob es mal ein drittes Chapter gibt. Ich feiere das auf jeden Fall. Und bedanke mich dann fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Eindruck vermitteln über meinen Eindruck über die Pico Neo 3 Link mit der aktuellen Version 1.14, die den DisplayPort-Modus wesentlich verbessert nach den anfänglichen Problemen, die es so gab. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao.